Hi Leute und nochmal willkommen zurück. Warum nochmal? Ich nehme jetzt gerade nochmal hintereinander oder nochmal auf. Jetzt habe ich dreimal nochmal gesagt, viermal jetzt. Ja, egal. Ich nehme jetzt gerade nochmal auf, weil ich uns aus dieser Scheißsituation hier heute unbedingt bringen möchte, um zu sehen, ob es überhaupt noch einen Sinn macht. Aber wenn ihr dieses Video seht, läuft es anscheinend ganz gut und wir haben wieder ein bisschen was zumindest erreicht. Hoffentlich. Und drum schauen wir mal einfach, wie es hier jetzt weitergeht. Wir haben hier diese Armee und hier oben die Armee. Leider können wir mit denen nicht hier runterlaufen. Das heißt für uns so viel wie, wir marschieren jetzt erstmal hier hoch. So, und dann würde ich sagen, können wir mal hier nochmal eine Einheit Schwertkämpfer rekrutieren. Oder nochmal eine. Leider können wir irgendwie keine Kaff rekrutieren. Das ist ein bisschen doof, gell? Wir haben hier zwei Einheiten Kaff, aber hier halt gar keine. Und dann holen wir uns vielleicht nochmal hier eine Einheit. So, und dann passt es soweit erstmal. Könnten natürlich auch überlegen, wie viel kostet das? 2300. Übertreibst jetzt mal nicht hier, gell? So, dann würde ich sagen, schicken wir jetzt die Flotten mal hier rüber. Zumindest mal in diese Seeregion, die irgendwie geteilt ist. Ja, okay, gut, aber immerhin können wir hier, glaube ich, schon unsere Truppen, unsere Schiffe plus 7%, ja. In den Hafen plus 10%, ja, aber immerhin, wir können mal was machen. Wir kriegen jetzt hier auch gleich nochmal ein bisschen Einheitenverstärkung durch diese Armee 1-Sache hier. Von dem her ist das schon ganz okay, glaube ich. So, und dann warten wir mal ab. Und ich würde sagen, rekrutieren hier einfach mal die zwei Einheiten. Und dann sehen wir, wie es nächste Runde weitergeht. Ich mache das jetzt hier mal doch nicht, weil ich mal wissen möchte, ob man noch irgendwo was Vernünftiges rekrutieren könnte. Nee, können wir nicht. Okay. Schicken wir den mal da hoch. So, und dann beenden wir mal die Runde. Ich denke, ihr versteht, wenn ich jetzt nebenher erstmal bei dieser schweren Lage keine aktuellen politischen, geschichtlichen, irgendwelche geschichtlichen Themen oder irgendwelche anderen Themen machen werde, weil es momentan wirklich nur noch um diese Sache hier geht, dass wir das hier irgendwie retten. Ich hoffe, ihr versteht es soweit erstmal. Das kommt dann, wenn es mal wieder in ruhigere Gefilde geht, das ganze Spielen hier, dann kann man das wieder machen. Ja, jetzt hat er leider hier wieder seine Armee positioniert, das war aber eigentlich schon fast klar. Vielleicht sollten wir hier mal das hier noch fertig machen. Dann haben wir nämlich die zwei Bäume mal fertig. Dann gibt es hier auch nochmal plus 3% Geschossschaden für alle Schiffe in unseren Flotten. Das brauchen wir nicht unbedingt hier. Und ich weiß auch nicht, davon werde ich gerade auch nicht so ganz schlau, ob wir das gerade wirklich brauchen. Ich möchte eigentlich bessere Truppen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Die Flotte ist ein bisschen mehr im Arsch, dann dürfen die in den Hafen rein. So, wie lange brauchen die denn hier? Fünf Runden, sechs Runden. Wie lange brauchen die? Drei Runden, drei Runden, drei Runden. Ja gut, okay, passt trotzdem. Braucht halt eine Weile, war ja absehbar. Das macht der Thessalische Bund in meinem Gebiet. Das ist natürlich sehr nett von ihm. Hallo, Thessalische Bund. Dürft ihr eigentlich nicht durch, weil ihr hasst mich eh. Aber okay. Wie auch immer. Gerade überlegen, ob wir noch irgendwelche Truppen mal rekrutieren könnten hier. Noch irgendwas brauchen könnten. Was könnten wir noch rekrutieren? Außer, ja, Dings wären halt ganz sinnvoll eigentlich. Kavallerie, aber die können wir halt nicht rekrutieren. Dann rekrutieren wir mal eine Einheit Kaff hier. Bogenschützen und hier vielleicht noch eine Einheit Bogenschützen. Oder auch nicht, weil sonst machen wir Minus Nahrung. Dann lassen wir das erstmal. Und dann möchte ich gerne mal wissen, hier vielleicht nächste Runde können wir das machen. Bauen wir mal die Herberge, dann kriegt man nochmal sechs Nahrung. Weil wir brauchen echt Nahrung. Oder eben hier den Fischereihafen ausbauen. Ich denke, wir werden vielleicht erst den Fischereihafen ausbauen für 2500. Dafür dürfen wir aber jetzt erstmal keine Einheit Bogenschützen rekrutieren, weil sonst reicht es nicht. Lassen wir es einfach mal geschwind. Und warten einfach nochmal kurz ab. Ich meine, wir können gerade eh nicht so schnell machen, weil, ja. Ganz klar, wenn wir jetzt einen aufs Gaspedal drücken, dann wird es sicherlich nichts. Also wir können eh uns Zeit lassen. Ich denke, der Gegner da, der werte Freund von Korkyra, greift uns jetzt hier oben an. Wunderbar. Aber warum zum Teufel kriegen wir nicht unsere Verbündeten her? Ah, okay. Warum wohl? Nein. May all the Furies harry your folk throughout the ages. Nein, es greift uns auch noch Makedonien an. Verdammt. Ich hoffe, dass das nicht so viel ausmacht momentan.
Ja. Politische Intrigen können wir uns gerade nicht so wahnsinnig drum kümmern. Armeische Spiel. Ja. Haben wir das hier schon gelesen? Ich weiß nicht. Die Olympiade dauert ein zweites Jahr an und bald schon beginnen die Nemeischen Spiele. Er ist seit Zeus und dem Gründer dieses großen Ereignisses, Herakles. Massen werden von weit her kommen, um unterhalten zu werden, zum Feiern und um ihre Hochachtung. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Schickt man den Boten, das mehr können wir nicht machen. So, warum machen wir jetzt so Fett Minus? Ja, weil Winter ist. Ja, super toll. Das freut mich natürlich unglaublich. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Wenn wir hier jetzt angreifen, dann kommt die Stadt auch noch dazu. Die Frage ist, was passiert, wenn uns der Gegner hier... Ich muss jetzt gerade mal kurz einen Zwischenspeichern machen, weil sonst wird das unter Umständen nichts. Speichern. So, kein Tippfehler, gut. Jetzt möchte ich interessiert mich, was passiert, wenn er uns hier angreift, ob die Armee dann auch noch dazu kommt oder nicht, oder wie hier das Ganze jetzt ablaufen wird. Drum warten wir mal ab, ob er uns jetzt angreift. Wenn er uns natürlich jetzt angreift und die Armee nicht dazu kommt, dann werden wir den Sicherheitssafe laden, ganz klar. Also, ja. Das machen wir dann auf jeden Fall. Ich möchte jetzt hier nicht was bauen, was mehr als kostet als so viel, dass wir noch irgendwas übrig haben. Drum ist das mit dem 2500 gerade eine sichtlich schlechte Idee. Müssen wir jetzt mal eine Runde abwarten. Haben was? Wo haben wir? Korkynas. Ist das der hier? Ja, genau, ist der hier. Können wir da gerade vielleicht noch was machen? Plus 8 Bewegungsreichweite, ja, Moral, bla bla bla. Hier haben wir ja, das ist das mit dem einem State, genau. Ich bin der Staat. Vielleicht machen wir hier mal gerade grimmiger Krieger und schauen mal, was da noch so machen könnten. Vergesse nämlich irgendwie jedes Mal zu schauen, was Dings angeht, da gibt es ja so eine Möglichkeit für alle Nahkampfinfanterie, das ist sicher gut. Gibt so eine Tabelle, da kann man nochmal alles anschauen, sich eigentlich, aber gut. Dann beenden wir mal die Runde. Ich hoffe wirklich, wenn der Gegner uns jetzt angreifen würde, das wäre natürlich perfekt. Das wäre echt eine gute Sache, wenn uns der Gegner unsere Stadt angreift und unsere Truppen noch dazukommen, die anderen. Okay, das ist ein Zack, der Gegner. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht, dass das hier passiert. Das wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit gewesen, natürlich. Aber nein, das möchten wir nicht laden. Wir wollen das zwischenspeichern laden. Ich denke, das passt auch. Leute, ich will hier wirklich um unser Überleben sichern und so. Und von so einer Scheiße mit einer Einheit irgendwo eine Stadt belagern und mit der anderen unsere andere Armee angreifen, lasse ich mir sicherlich nicht den Spielstand noch kaputt machen hier. Von dem her müssen wir da. Ist ja okay, denke ich. Wenn man jetzt hier mal geschwind neu lädt. Dann müssen wir schauen, ob man es vielleicht auch eine Landschlacht gegen die ankommen lässt. So. Schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. So, wir werden mit beiden Armeen angreifen. Ich denke, es ist ganz gut. Jetzt haben wir hier ja wieder dieselbe Sache. Ich möchte jetzt hier. Das hat mir hier grimmiger Krieger hat man ausgewählt, gell? Ich glaube ja, genau. Haben wir hier noch die plus 2 Nahkampfabwehr für alle Infanterieeinheiten. Schadet nicht. Und dann möchte ich die Armee hier rüberziehen. So, und dann kommen eigentlich alle Truppen, auch unsere Garnisonstruppen, mit rein in die Schlacht. Jetzt wird man sehen, was das hier geben wird. Wir machen hier ein schnelles Speichern davor und haben hier unsere Armeen. Ja, von den Kräften her haben wir auf jeden Fall mal mehr als der Gegner. Aber trotzdem kann es was geben, diese Schlacht. Es wird auf jeden Fall heftig werden.
Und ja, dann mal abwarten. Wir machen große Armeensteuern an, auf jeden Fall, und stürzen uns ins Gefecht. Und wenn wir diese Schlacht gewinnen und das auch noch mit annehmbaren Verlusten und von unserem Gegner den Großteil seiner Armee vernichten, dann könnten wir unsere Stadt zurückerobern und uns aufbauen. Das wäre natürlich perfekt. Ja. Wir werden auf jeden Fall gucken. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mit meinen Bogenschützen, nicht mit meinen Bogenschützen, mit meinen zwei Kavallerieeinheiten in der anderen Armee, die feindlichen Bogenschützen und Fernkämpfer, insgesamt, ja, der Toxotal, Bogenschützen, Speerwerfer, Steinschleuderer auch dabei, dass ich die jagen werde und fast restlos besiege. Auf jeden Fall, dann sind schon mal die leichten Einheiten weg. Und auch von seinen schweren Einheiten wird man auf jeden Fall gucken, dass der General fällt und dass wir vielleicht sogar nochmal nachsetzen könnten, falls wir nicht die ganze Armee töten, wovon ich ausgehe, und dann schon mal die Armee keinen General mehr hat. Also, weil der kann ja erst in seiner Runde wieder den General ersetzen. Das ist ja irgendwie so gemacht. So, dann könnt ihr euch auf wahrscheinlich einen längeren Part einstellen. Da bin ich mir recht sicher gerade. Und dann warten wir mal ab, was das hier geben wird. Ja. Klar, seine Armee ist nicht schlecht, aber ich denke trotzdem, dass unsere auch gut dabei ist. So, und dann stellen wir hier unsere Truppen auf. Achso, ich habe jetzt gerade die falsche Einheit. Ah ne, die habe ich nur nicht reingetan. Unsere Nummer 1. Und jetzt können wir eigentlich schon das Gefecht starten. Unsere Leute kommen von da oben, unsere Verstärkungstruppen, die sind recht schnell da. Können wir eigentlich auch mal schön ein bisschen vorspulen, was sonst braucht es hier so ewig. Our reinforcements have arrived. Jetzt kommen die ganzen Truppen. Dem Gegner seine Truppen kommen von hier. Ich hatte die Frage, ob wir die abfangen könnten. Und ob es sich überhaupt lohnt, die abzufangen. Ist die andere Frage. Weißt du was? Wir werden die Gegner abfangen da unten. Versuchen zumindest. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also, schicken die mal so dahin. Die Einheit kommt auch noch. Die Einheit auch. Jetzt marschieren alle darunter. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Vorspulen echt immer sehr, sehr langsam. Bin ich ganz ehrlich. Also, ist mir immer fast ein bisschen zahm irgendwie. So, und dann teilen wir hier oder gucken wir mal, was wir hier machen könnten. Die Einheit, also beziehungsweise die Einheiten hier. Gucken wir jetzt mal zusammenstellen mit denen hier und mit denen und denen und denen und denen. Die hier nicht, die hier. Noch dazu. Dann machen wir aus denen hier vielleicht mal kurz die Nummer 3 oder so. Was in der Richtung. Schickt diese Bogenschützen, Fernkämpfer. Die Armee mal hier hinten hin. Und daraus die Nummer 4. Machen aus denen, das ist auch nochmal Nummer 4. Machen aus diesen Truppen hier die Nummer 6, 5. Das hier unsere Kavallerie. Die Nummer 6. Jetzt müssen wir hier mal ganz schnell darüber laufen, weil schon flüchten die uns hier weg. So. Und dann wird man hier unsere Truppen neu formieren. So. Die Nummer 5 stellen wir dahin. Die Nummer 6, ach, verklickt. Nummer 6 kommt hier hin. Ach, das ist Fernkampf-Kaff. Ups, nicht P drücken. So. Gucken, was hier großartig passiert. Nichts Wirkliches. Wir werden die leider nicht verfolgt bekommen, wahrscheinlich. Außer die Gruppen schaffen es hier.
Weil der Gegner rennt nicht, oder? So wie es aussieht. Dafür sind unsere Leute jetzt natürlich klar schon ein bisschen nicht mehr so ausgeruht, aber trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass wir sie abfangen können. Hier gab es wenigstens mal eine Salve rein in die Feinde. Hier, die haben wir gestoppt. Wir können hier wenigstens jetzt mal ein bisschen auf den Gegner schießen mit unseren Speerfernkämpfern. Ja, das brauchen wir nicht angreifen hier so. Wenn wir es so angreifen, dann bringt das gar nichts. Hier können wir nur hoffen, dass man sie vielleicht noch erwischt irgendwann mal. Ja, wir werden weiter trotzdem schneller vorspulen. Muss man ein bisschen Zeit gewinnen, weil ich glaube, der Part wird richtig, richtig lang. So. Einfach mal, ich finde es so krass, wie wenig die erstmal an Strecke zurückgelegt haben, da unsere Truppen. Okay, die flüchten anscheinend hier lieber. Das wird wohl eher nicht viel bringen, hier die anzugreifen, zu verfolgen. Und dann schicken wir die Einheit auch mal noch darüber, dass sie bis da eigentlich schon im Eimer sind. Gut. Ich würde einfach mal gerne kurz die Truppen auf ein Ding hier kriegen und hier mal kurz schneller. Wo drücke ich denn eigentlich gerade die ganze Zeit drauf? Gibt es noch eine andere Taste außer die P-Taste? Naja. Oh, ich möchte gerade mal kurz meine Fernkampfkavallerie benutzen. Und hier die Gegner angreifen. Das lohnt sich vielleicht. Dann machen wir hier mal kurz den Dings raus. Hören auf hier zu schießen. Okay, jetzt haben sie eh schon ihre Munition verbraucht. Egal. Okay, hier machen wir den Formationsangriff auch raus. Gut, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich hier mal noch ein paar Einheiten mit unseren Fernkampfreitern zu töten. Ja, mal abwarten. Wobei man sagen muss, klar, steht jetzt viel Bogenschützen stehen hier rum. Oder Steinschleuderer, besser gesagt. So. Wir werden doch da mal noch ein paar töten können, oder? Ja, perfekt. So stelle ich mir das vor. Oh, okay, es schießt der Gegner schon, dann ziehen wir uns mal zurück. Okay. Jetzt sind die Truppen alle dann gleich versammelt, mal vernünftig. Die Dingseinheiten, die Generäle, packen wir mal in die Nummer 7. Die hier werden die Nummer 8. So, dann schicken wir mal unsere Bogenschützen voraus. Die Speerwerfer schicken wir hinterher. Die Dings hier auch. Und unsere Generäle, die Nummer 7, können wir eigentlich gerade auch nur hinterher schicken. Nummer 8 auch nur. So. Haben wir jetzt hoffentlich hierbei das Problem erledigt. Jetzt machen wir hier auch noch den Formationsangriff raus. Jetzt bin ich gerade echt am überlegen, wenn der hier so weit wegrennt mit seinen Fernkämpfern, werden sie wohl gleich im Nahkampf angegriffen. Klar sind unsere Leute nicht im Nahkampf so nicht so wirklich gut, aber für so ein paar Fernkampfblänkler hier wird es wohl auch reichen, zwei Einheiten anzugreifen. Sie ziehen sich schon zurück, konnten also nicht einmal werfen. Okay, das ist schon mal gut. Perfekt. Da haben wir jetzt schon einige getötet. Super, und sie flüchten dann schon bald. Sie wanken schon. Jetzt flüchten sie.
Dann haben wir eigentlich jetzt mal gerade hier noch ein bisschen Zeit, um auch noch einige von denen zu töten. Wenn nicht sogar die ganze Einheit, wenn es so weitergeht. Aber bis hier die Dings kommen, feindlichen Speerträger, sind unsere eigentlich schon längst weg. Ja, es passt jetzt eigentlich. Warum die hier trotz Wanken? Ich verstehe das nicht so ganz. Schaut euch mal an, wie viele Truppen das sind und die flüchten einfach nicht. Ja? Obwohl unsere Leute das schon längst wieder die Kurve kratzen würden. Warum unsere Leute da hinten so feststecken, praktisch schon fast, weiß ich jetzt auch nicht. In verbündeten Formationen feststecken. So, und jetzt können wir hier eigentlich den Nahkampfangriff machen wir natürlich raus. Fernkampf, den Plänkelmodus lassen wir drin. So, und dann können wir hier eigentlich wieder auf den Gegner auch feuern. Vielleicht können wir den Gegner auch ein bisschen umgehen. Mit einer Einheit, vielleicht sogar mit beiden. So, und jetzt können wir von hier, von hinten drauf feuern. Hier auch, und das ist sicher effektiver als von vorne. Immerhin eine Generalseinheit, also von dem her wird sich das schon lohnen. Ups. So. Ja, blöd, dass halt einfach nicht der Gegner noch angreift ein bisschen. Das wäre halt besser, wenn er angreifen würde. Dann würde das ganze Gefecht wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen. Was haben wir denn hier eigentlich an Gegnern? Psyloi, sind noch immer diese... Psyloi sind Speerwerfer, okay. Ah, das sind Steinschleuder drüben. So, jetzt möchte ich hier mal gerade feindlichen Dings unter Beschuss nehmen, die feindlichen Bogenschützen und so weiter. Hier können wir so eine Einheit von dem Psyloi da, beziehungsweise nee, eigentlich können wir mit allen lieber hier drüben mal den Gegner unter Beschuss nehmen. Vier, fünf. Die Timer mal schön ein bisschen auf. So. Und dann können wir auch mit unseren Generälen, also mit der Nummer 7 und auch 8, hier vorrücken. Ist die Frage, wie weit sind die Gegner hier? Okay, die stehen da noch rum. Haben wir hier ja noch, es ist unglaublich, noch 101 Mann leben da drin und die kämpfen einfach immer noch. Und haben uns schon wieder so viele Leute getötet. Ich verstehe es nicht, wie das sein kann. Okay. Einfach unglaublich beschissen. Also, wie das immer funktionieren mag, verstehe ich auch nicht so ganz. So, ziehen wir uns hier mal zurück. So, und dann gehen wir hier mal kurz die Einheiten können, die irgendwie so Phalanx bilden können sie, ja. Muss man gerade mal unsere Bogenschützen nehmen, hier diesen Wegrennbefehl rausmachen, wahrscheinlich macht er wieder alles kaputt. So wie immer. Beziehungsweise hier könnten wir eigentlich mal kurz mit unserer fertigen Kaff angreifen. Brauchen wir gar keine Speere verschwenden. So. Ja, ich werde jetzt mal noch ein bisschen weiterspielen, aber ich denke, ich werde irgendwann mal mittendrin nochmal den Part unterbrechen müssen, weil schon. Das ist nicht so wahnsinnig was. So. So. Jetzt greifen wir da oben auch noch an. Und die Truppen nehmen wir auch noch mit hoch. Hier nehmen wir die Truppen noch mit hoch. Ups. So, die Truppen, die Kraft ziehen wir zurück.
haben einen guten Job gemacht da oben. Auch hier sollten die gleich erledigt sein, bevor die Gegner kommen. Aber wobei, wird doch nicht so was werden hier. Ziehen wir uns kurz zurück. Die Deppen da stehen immer noch dumm rum. 153 Mann haben die hier noch. Ja, haben unsere Leute doch einen ganz guten Job gemacht. Die stehen halt einfach immer noch, ja. Oh, jetzt hat er mir den Rücken zugedreht. Schießen wir noch einmal rein. Ja, okay, noch einen getötet. Immerhin. So, und dann könnten wir hier eigentlich mal da oben angreifen. Und mit den Speerwerfern laufen wir außen rum. Sind Hopliten. Da darf jetzt mal meine Infanterieeinheit rein. Jetzt sind wir sie halt eben mal so hier hinstehen irgendwo. So, und dann schauen wir mal, ob die feindlichen Bogenschützen, Fernkämpfer hier, die Speerwerfer, ein bisschen Angst vor meiner Kraft haben. Ja, haben sie. Laufen sie jetzt genau in die richtige Richtung für unsere Leute. Ja, unsere Bogenschützen. Ach, die Bogenschützen von mir sind da rein. Die sind so doof. Sind da reingerannt. Ja, gut, okay. Was sollen wir tun, gell? So, eine Einheit Bogenschützen. Die anderen ziehen wir jetzt mal hier raus, bevor sie auch noch flüchten. Das war jetzt mein Fehler ein bisschen. Ich habe daran gar nicht gedacht, dass da ja noch Stress ist, gell? Okay, dann ziehen wir jetzt die Leute hier mal zurück. Die Kaff, die andere Einheit Kaff steht hier. Schicken wir jetzt mal da rüber. Die einfach immer noch gegen eine Einheit da kämpfen müssen, das ist unglaublich. So, und jetzt stellen wir die mal hier so hin. So, und hier die Kaff rumschicken. Die Schwertkämpfer können wir auch mal vorbei schon schicken. Ja, eigentlich müssten doch Schwertkämpfer ganz gut gegen feindliche Dings sein, oder? Ui, das ist natürlich perfekt hier. Jetzt brechen wir erstmal die hier komplett noch. Okay, jetzt ist die eine Bogenschuss natürlich geflohen hier. Die möchte ich eigentlich gerade gar nicht feuern lassen. Und dann schicken wir mal noch rüber. So. Perfekt. Warum auch immer die jetzt wieder plötzlich feuern. Ach, ich habe gar nicht den Feuerbefehl rausgemacht, sondern den Dings, den Wegrennenbefehl reingemacht. Okay. Natürlich sinnvoll. Hier können wir die Gegner mal, die noch flüchten, mal angreifen. So, und jetzt haben wir hier einen ganz guten Angriff geführt gegen die Fernkämpfer und so weiter. Die Bogenschützen dürfen da oben mal noch angreifen, die schicken wir dahin. So. Ja, so leichte Kavallerie ist durchaus auch gut benutzt. Kann man gut auch gegen sowas mal benutzen. Gut. Das sind auch Bogenschützen, die dürfen da mal drauf schießen. So. Die fliehen jetzt hier endlich hoffentlich mal. Die sind geflüchtet jetzt. Gut, perfekt. Können wir hier auch mal den Angriff anfangen. Dann laufen wir den auch mal da außen rum. So, und ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Stand hier gerade erwischt, um mal ein
Dings, ups, na scheiße, das wollte ich natürlich jetzt nicht, zieht euch zurück, ihr Idioten. Um hier mal eine kleine Pause zu machen, sozusagen, eine kleine Unterbrechung. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter mit diesem Gefecht. Wir sind jetzt so, ja, in der Schlachthälfte ungefähr angekommen. Es wird noch eine Weile brauchen, deswegen möchte ich schon gerne noch einen Part machen. So, einen Schluss machen jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, Leute!